So einfach kann's gehen. Fragen wir mal die Leute aus. Was willst du? Wegen des Attentats auf Esteban. Ja? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? Ich will mit den Typen reden. So? Und was willst du von ihm? Ich habe interessante Informationen für ihn. Du steckst doch nicht etwa mit dem Auftraggeber unter einer Decke, was? Ich will Esteban umlegen und suche einen Verbündeten. Damit will ich nichts zu tun haben. Na super. Reden wir erstmal mit Snuff. Snuff! Willst du futtern oder quatschen? Was darf sein? Was weißt du über dieses Attentat? Die Sache mit Esteban? Du weißt doch, wie das läuft. Der Wirt kriegt alles mit, aber er greift nie Partei für eine Seite. Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du tun? Ich würde mir überlegen, was ich über den Auftraggeber weiß. Erstens, es war wahrscheinlich einer der Banditen. Das heißt, er ist hier im Lager. Zweitens, dass er hier im Lager ist, heißt, er beobachtet dich. Drittens, wenn er der Meinung ist, dass du auf Estebans Seite stehst, wird er sich dir nie zu erkennen geben. Die interessante Frage ist also, wie stehen deine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Was halten die Leute hier von Esteban? Da musst du schon etwas genauer werden. Jede Information kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 10 Goldstücke. Was ist mit Finn? Ein guter Butler. Er hat eine Nase fürs Gold. Esteban bevorzugt ihn deswegen. Ich denke, er steht ganz gut mit ihm. Was denkt Lenna über Esteban? So wie ich das beurteilen kann, denkt Lenna gar nicht. Emilio, was denkt er über Esteban? Ich denke, er würde nicht gerade Blumen an Estebans Grab bringen, wenn du verstehst, was ich meine. Was ist mit Fisk? Fisk ist Fisk. Er bezahlt seinen Teil an Esteban und verteilt die Waren, die er größtenteils von den Piraten bekommt. Ich denke, Esteban ist ihm ziemlich egal. Was denkt Huno über Esteban? Ah, Huno. Über den weiß ich so gut wie nichts. Diese Information ist natürlich gratis. Was ist mit Paul? Ich glaube, er mag Esteban nicht besonders. Seit er für Huno arbeitet, kommt er nicht mehr in die Mine. Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Du hast einen von Estebans Leuten observiert. Der Mann, den du suchst, wird glauben, du stehst auf seiner Seite. Aber er wird sich dir nicht einfach so zu erkennen geben. Du musst schon noch mehr rausfinden. Danke. Hey! Ich hab dir nichts erzählt, was du nicht schon längst wusstest, klar? Ja. Lucia! Kommst du nicht aus Korinis? Erinnere mich bloß nicht daran. Mein Leben in dieser Stadt war schrecklich. Als noch die Schiffe mit den neuen Verurteilten ankamen, da war in der Stadt noch was los. Aber diese ganzen anderen Typen... Nein, danke. Vielleicht liegt's daran, dass wir auf einer Insel sind. Naja, die Zeiten sind vorbei. Mit Eldridge bin ich fertig. Warum? Er ist ein Schlappschwanz. Als ich von den Banditen verschleppt wurde, hat er keinen Finger krumm gemacht, um mir zu helfen. Was hast du jetzt vor? Mal schauen. Ich bleib erst mal hier bei Snuff, Fisk und den anderen. Hast du schon mit Torus gesprochen? Oh, Enos, ist das ein wahrer Baum von einem Kerl. Entschuldige, kommen wir auf deine Frage zurück. Ich hab kein festes Ziel, ich lass mich treiben. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts. Wie nett. Naja, was soll's. Sag mal, kann jemand mal die Leiche wegräumen? Boah, ekelhaft. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Du suchst nach den Typen, die dahinter stecken, was? Aber ich weiß nichts darüber. Wie sollte ich auch?
Zu der Zeit saß ich noch im Sumpf. Ich komme. So, dann werden wir uns mal weiter durchfragen. Hallo, Finn. Mit dir hatte ich das Vergnügen schon. Nicht wecken. Was? Wenn du dir selbst einen Gefallen tun willst, dann halte dich von Skinner fern. Der Kerl ist unberechenbar. Den Letzten, der ihn geweckt hat, hat er umgebracht. Lass ihn schlafen, das ist das Beste für alle. So, Lina. Wegen des Attentats auf Esteban? Ja. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Klar. Ich werde es dir sagen. Bestimmt steckt dieser Emilio dahinter. Er ist immer wie ein Bescheuerter in die Mine gerannt. Er hat geschürft, was das Zeug hält. Aber seit das Attentat passiert ist, sitzt er auf seiner Bank und rührt sich nicht mehr weg. Ist ja klar. Um in die Mine zu kommen, muss er sich von Esteban den roten Stein abholen. Ich wette, er traut sich nicht mehr, ihm in die Augen zu sehen. Was könnte Emilio von Estebans Tod haben? Was weiß ich. Vielleicht hat er einen Kumpel in der Mine, der dann Estebans Platz einnehmen würde. Ja, das würde Sinn machen. Du hast doch einen an der Waffe. Aber egal, wir reden trotzdem mal wieder mit Emilio. Was? Er ist dumm. Er da. So, mit Finn hatten wir das Vergnügen bereits. Auf der Bank. Nein, mit dir will ich dir jetzt nicht reden. Hallo, Huno. Wegen des Attentats auf Esteban. Was willst du von mir? Ich suche den Auftraggeber. Und warum kommst du damit zu mir? Ich hab gedacht, du weißt vielleicht was über die Sache. Weiß ich nicht. Zeig mal. Naja. Sprung. Hallo, Frau. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts, Mann. Ich habe damit nichts zu tun. Was willst du von mir? Stahl gibt's bei Huno, aber die gebe ich nicht her. Es ist das einzige von Wert, was ich habe. Arbeitest du für Huno? Ich wollte ein bisschen Gold machen und habe bei Huno angefangen. Aber seitdem kriege ich von Esteban gar nichts mehr. Er hat gesagt, er kann mich nicht mehr gebrauchen. Was bleibt mir übrig, als weiterhin für Huno zu schuften? Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Freundlich. Irgendwie komme ich hier gerade nicht weiter. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Das habe ich doch schon mal gehört. Bringst du den Stahl? Stahl? Nein, ich denke, du verwechselst mich. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Kennen wir uns irgendwoher? Klar, aus dem alten Lager. Das alte Lager? Richtig. Du bist dieser neugierige Typ. Ich dachte, du wärst tot. Ja, das denken alle. Wer hat sonst noch...